Die Hydra-Truppen in dieser Gegend machen Ärger. Schalten wir sie aus. Das ist es, worauf wir aus sind? Je mehr, desto besser. Dem hier. Das ist Hydra gut versichert. Deines Zorns zu sein. Deine Zeit war gekommen. Das läuft hier alles nach Plan.
sehr anstrengen. Niemand wird dem Urteil entgehen. Bei diesen Kräften hätte ich vermutet, dass du mit Lilith im Bunde bist. Sind das alle? Mal sehen, ob Sie eine Antwort darauf haben. Du hattest deine Chance zu entkommen. Deine Treue zu der Mutter der Dämonen wird dein Verderben sein. Wir erledigen das so wie wir. Ich brauche einen Arzt. Wie viel zahlt Lilith euch eigentlich? Das kann nicht genug sein. Kanonenfutter zu klatschen? Das hätte mich nicht so sauer machen dürfen. Wir haben es geschafft. Hervorragende Arbeit. Hast du kurz Zeit? Ich glaube, ich wurde mit dem Hellride geblitzt. Hey Hunter, Parker und ich haben uns was ausgedacht und finden, du solltest mitmachen. Oh, weißt du, falls du Zeit hast. Ich könnte Zeit haben. Alles klar, dann gehen wir in die Werkstatt und... Ups, fast hätte ich die Überraschung verdorben. Weißt du was? Komm einfach kurz mit. Ich verspreche, es ist keine Zeitverschwendung. Alles klar. Wohin gehen wir? Es ist nicht weit weg. Ich kann es kaum erwarten. Du hast es geschafft! Sag ich doch. Willst du es uns erzählen oder soll ich? Ich mach das. Willkommen in der Werkstatt. Was ist das hier? Für mich ist es ein Stück Heimat in der Fremde.
ziemlich vielseitige Werkstatt. Das ist das Tolle. Sie kann für jeden etwas anderes sein. Wir sind beide sehr gespannt, was sie für dich sein wird. Ziemlich beeindruckend. Wozu ist das alles gut? Für alles Mögliche. Ich arbeite am Hellride und Parker bastelt an seinen Netzgadgets. Und währenddessen brainstormen wir Ideen, woran wir gemeinsam arbeiten könnten. Es muss einen Grund geben, warum ihr das nicht in der Schmiede macht. Zwei Gründe. Tony Stark und Dr. Strange. Wir wollten mehr gute Vibes und weniger Gezanke. Damit wir uns auf ein Projekt konzentrieren können, ohne dass uns die klügsten Männer der Welt sagen, wie es besser geht. In der Werkstatt löst man seine Probleme selber. Okay, ich verstehe, was ihr hier macht. Aber warum ladet ihr mich ein? Caretaker hat immer gesagt, du arbeitest gern mit deinen Händen. Du hast Dinge gebaut, was geschaffen. Deswegen wollen wir mit dir Dinge bauen, dir bei der Arbeit helfen. Ihr zwei seid so aufmerksam. Wo fange ich an? Wo du willst. Parker kann dir kurz unser aktuelles Projekt erklären. Und danach schließen wir die Werkstatt. Na gut. Ziemlich gut, nicht? Es gibt nicht genug für eine große Demo, aber ich zeige dir unser erstes Projekt. Ich habe noch keinen Namen dafür, aber falls du Venom wieder begegnest, könnte dir das helfen. Als wir gegen Eddie kämpften, reagierte der Symbiont heftig auf unsere Gegenwart. Er merkte etwas an dir und war angespannt. Unser Projekt nutzt das aus. Dein Projekt. Was genau macht es? Der erste Prototyp dämpft unsere Präsenz in Gegenwart des Symbionten. Eddie bemerkt uns nicht so leicht. Also ein Symbiontendämpfer? Ha! Jetzt schon. Der andere Prototyp hilft dir, wenn du dich in Eddies Tentakeln verhedderst. Er feuert einen Infraschallimpuls ab. Danach kämpfst du dich frei und erwischst ihn mit einem Konter. Wie deine Kommentare, die ihn ablenken? Robbie und ich sollten dich alle Projekte benennen lassen. Dann müssen wir es für deinen Anzug verkleinern, aber das dürfte schnell fertig sein. Ich freue mich darauf, ihn in Aktion zu sehen. Ich wusste, dass dir das gefällt. Wir werden so viele krasse Sachen zusammen machen. Oh ja, ich bekomme genug Komponenten für das Projekt zusammen. Aber wenn es mehr gäbe, mehr Optionen. Ich schicke dir eine Liste auf Spark. Bring nächstes Mal mit, so viel du kannst. Alles klar. Thank you.
Und? Wie lief's? Besser als gedacht. Krass. Tja, das ist die Werkstatt. Was sagst du? Parker und du, ihr habt euch übertroffen. Dann stell dir mal vor, was wir zu dritt erreichen könnten. Ich gebe dir Bescheid, wenn wieder Werkunterricht ist. Werkunterricht? Ja, so nennen wir unsere Zeit hier. Wir sehen uns. Parker, wonach steht dir der Sinn? Wen soll ich kennenlernen? Hunter der Abtei, darf ich vorstellen? Der Hellwright. Ist der anders als das Ding aus dem Werkunterricht? Nein. Aber dieses Mal sind wir nur zu dritt. Ich zeige ihn all meinen Freunden. Und ich habe vorhin gemerkt, dass wir so mit dem Kampf gegen die Truppen deiner Mom beschäftigt waren, dass du noch gar nicht die Ehre hattest. Wunderschön, oder? Sogar ohne die zusätzliche Höllensoße ist er ein Monster. Einzigartig. Genau wie du, Robbie. Danke, Hunter. Du gibst mir immer das Gefühl, nun, als wäre ich Teil dieser ganzen Sache. Versteh mich nicht falsch. Nico und die anderen Suns sind wie eine Familie für mich, aber, naja, manchmal fühle ich mich eher wie tagsüber unsichtbar, nachts gruselig. Weißt du, was ich meine? Für mich bist du kein Geist, Robbie. Vielleicht nicht, aber ich habe das Gefühl, dass wir zwei Liliths Armeen trotzdem einen Schrecken einjagen werden.